Gestern Abend um Punkt 18 Uhr wurden die Absperrungen am Neutor in Mayen aufgestellt, Vorboten des Lukasmarktes. Yvonne Müller und Julia Juth vom Marktamt voll im Einsatz, denn am Dienstagabend begann für den Großteil der rund 150 Schausteller die Anfahrt aufs Festgelände. Während der Bauhof damit beschäftigt war, Schilder abzumontieren, rollten schon die ersten Fahrgeschäfte an. Teils in Millimeterarbeit wurde rangiert und jedes Karussell an seinen Platz gebracht. Für viele der Schausteller begann danach direkt der Aufbau der mobilen Bauten, damit bis Volksfestbeginn am Samstag alles fertig ist.